Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich heute zum Gottesdienst am Sonntag mit dem Namen Jubilate. Jauchzet dem Herrn alle Lande. Der 66. Psalm lädt uns ein, in diesen österlichen Jubelruf einzustimmen auf den Gott des Lebens, der sich für das Leben entschieden hat und der auch uns Menschen in schwierigen Zeiten einlädt zum Leben. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Und wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Worte aus dem 67. Psalm. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Lasst uns miteinander beten. Gott, du Schöpfer aller Dinge, wie du die Natur zu neuem Leben erwächst, so willst du auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe uns, wecke uns auf aus aller Zögerlichkeit, dass wir den Mut haben zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel und ist auch gleichzeitig der Predigttext. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt.
Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohlfühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Und so ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit dem Namen Tamaris und andere mit ihnen. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da immer war und der da kommt. Liebe Gemeinde, kennen Sie eigentlich auch folgende Situation? Ich gehe in den Supermarkt, um einzukaufen. Grundsätzlich weiß ich ja, was mir für den Tagesbedarf fehlt, und ich kann gezielt einkaufen. Nun herrscht in dem Supermarkt ja eine Vielfalt an Angeboten. Nun gehe ich durch den Supermarkt und schiebe einen großen Wagen vor mir her, den ich in der Corona-Zeit ja sowieso immer mitnehmen muss, egal wie viel ich kaufen möchte. Ich betrachte die Waren. Gemüse, Kartoffeln brauche ich. Oh, wie schön, stelle ich fest, die Gurken sind ja im Sonderangebot. Nehmen wir gleich zwei. Vielleicht noch einen Salatkopf dazu, etwas Frisches ist doch immer lecker. Ein schöner Wein noch? Was ist besser, ein trockener oder halbtrockener? Egal, nehmen wir beide. Den ich nicht brauche, kann ich ja lagern.
Oh, wie schön, der Halbtrockene ist im Sonderangebot. Nehmen wir gleich 3 Flaschen. Na gut, sagen wir 4. Da ist die Käsetheke. Ich liebe Käse. Wie lecker alles aussieht. Bitte davon ein Stück. Und von dem Käse daneben auch. Darf ruhig etwas mehr sein. Ist der Camembert frisch? Prima, nehme ich. Und ein Stück aus dem Probierangebot. Sieht gut aus. Tun Sie bitte noch etwas mehr auf die Waage. Schon von Weitem strahlen mich die Süßigkeiten an und der Heißhunger auf Gummibärchen und Schokoladenkekse brennt in mir. So geht es nun weiter. So stehe ich an der Supermarktkasse. Mein Einkaufswagen quillt über. Aber was war eigentlich das, was ich ursprünglich kaufen wollte? Tja, das Wesentliche habe ich aus den Augen verloren. Heute stehen auch Menschen mit ihren persönlichen Fragen und Problemen vor einer ähnlichen Situation. Besteht das Leben wirklich nur darin, zu funktionieren, sich abzusichern oder sich über Wasser zu halten? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Sinnsuche und Sinnfindung. Lösungs- und Erlösungsangebote aus Religionen und pseudoreligiösen Angeboten bilden einen gewaltigen Supermarkt der Sinnerfahrung. Man kann wählen. Und wer sich überhaupt nicht binden möchte, der kann sich auch aus vielen Religionen eine eigene kleine Patchwork-Religion zusammenstellen. Ein bisschen Christentum, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Exotik. Eine Riesenpalette von religiösen Angeboten für Menschen, die mit ihren Lebensfragen einen Halt und einen Lebenssinn suchen. Aber wo liegt sie, die eigentliche, wirkliche Antwort auf unsere Lebensfragen? Wir müssen als Christen diese Fragen und die Suche vieler Menschen ernst nehmen. Ist es doch unsere Aufgabe, unser Auftrag von Gott, solchen Menschen eine Heimat anzubieten, sie zu Gott zu führen, der allein die Antwort geben kann. Vor langer Zeit hat der Apostel Paulus eine Situation erlebt, wie wir sie heute vielfach vorfinden. Paulus, so haben wir gerade aus der Apostelgeschichte gehört, kommt nach Griechenland, nach Athen. Als er die Stadt besichtigt, ist er tief getroffen. Die Athener glauben an viele Götter, deren Bilder in der ganzen Stadt veröffentlicht sind. Für alle möglichen Lebensbereiche und Aufgaben gibt es einen eigenen Gott, den man anbeten kann, den man sich anbiedern kann. Als Paulus weitergeht, entdeckt er einen Altar, gewidmet einem Gott ohne Namen, gewidmet dem namenlosen, unbekannten Gott. Paulus erkennt die Gefühlslage der Menschen, die in einem Götterwald Halt und Sicherheit suchen, auch wenn ihm das keineswegs gefällt. Die Menschen scheinen zu merken, wirkliche Sicherheit finden sie so nicht. Immer bleibt ein Rest an Fragen, auf die die Vielzahl der Götter keine Antwort haben. Also muss es noch einen anderen Gott geben, der für den Rest der Fragen, die noch bleiben, zuständig ist. Wie dieser Gott heißt, weiß keiner. Aber es muss diesen Gott geben. Ohne eine solche Gewissheit können die Athener nicht leben. Wie geht Paulus mit dieser Situation um? Paulus nimmt die Menschen mit ihren religiösen Bedürfnissen und Fragen ernst. Paulus nutzt die Situation zu einer Predigt. Er stellt sich auf den Marktplatz in Athen, den sogenannten Areopag, und spricht zu den Athenern. Paulus schimpft nicht auf die Vielzahl der Götzenbilder, die überall zu sehen sind. Nein, Paulus möchte die Chance nutzen, den Athenern die Augen zu öffnen, die Augen und die Herzen, und zwar für den einen Gott. So füllt er die Vorstellung eines unbekannten Gottes mit dem über Gott überlieferten Inhalt. Woran glauben wir? Was sagt Paulus? Wir glauben an Gott, der allem und jedem Leben gibt. Wir glauben an Gott, der unser Leben und unsere Lebenszeit in seiner Hand hält. Wir glauben an Gott, der uns ganz nahe ist und der sich finden lässt, wenn wir ihn suchen.
Wir glauben an Gott, der in Jesus Christus mit uns gelebt hat. Wir glauben an Gott, der seine Kraft offenbart hat, indem er selbst dem Tod die Macht über uns genommen hat. Wir glauben an Gott, der am Ende unserer Zeit uns alle, die wir an ihn glauben, zu sich rufen wird. Wem sollten wir vertrauen mit unseren Lebensfragen und in unserer Suche nach Lebenssinn, wenn nicht dem Gott, der in Jesus Christus für uns gelebt hat, gestorben ist und die Auferstehung von den Toten erwirkt hat. Er hält uns alle mit all unseren Fragen in seiner Hand. Er allein kann Antwort geben. In den vergangenen Monaten haben viele gemerkt, wie wichtig dieser eine Gott für sie ist. Und das kurioserweise, weil viele Angebote, die wir in der Kirche normalerweise für ganz selbstverständlich halten, gar nicht mehr oder stark verändert und begrenzt stattfinden konnten und können. Gerade zu Ostern, vor wenigen Wochen, wurden viele neu bewusst, wie arm das Leben ist, ohne die vertraute Gemeinschaft um den Gott des Lebens und der Liebe. Paulus stellt sich auf den Marktplatz von Athen und erzählt in einem wahren Götterwald vom einzigen Gott, dem Gott des Lebens, dem Gott Jesu Christi. Ich bewundere ihn, ich bewundere sein Gottvertrauen, denn in Athen hat er nicht viel Erfolg. Nur wenige überzeugt er mit seiner Predigt, er wird sogar verspottet. Doch ohne Leute wie ihn würden wir uns heute noch an Gott erinnern? Paulus und viele andere Apostel haben dafür gesorgt, dass der namenlose Gott einen Namen hat, den wir mit Jesus Christus aussprechen dürfen. Unser Vater, unser Halt, unsere Orientierung in allen Lebensfragen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Seele in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander beten. Gott des Himmels und der Erde, wir danken dir, dass du uns in dieser Zeit an deine Gegenwart erinnerst. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, wie freundlich du uns rufst und wie du uns an der Ruhe teilgibst, die Leib und Seele erfrischt und die uns Antworten und Wege für unser Leben finden lässt. Dein Wort hat die Welt geschaffen. Mit deinem Wort erhältst du uns. Von deinem Wort leben wir. Mit deinem Sohn Jesus Christus hast du uns eine neue Schöpfung gegeben, in der Tod überwunden ist. Wir bitten dich, lass uns immer wieder spüren, was es heißt, dieser neuen, befreienden Schöpfung anzugehören. Hilf, dass wir in dieser Zeit der Einschränkungen und der Angst diese lebendige Freiheit spüren und leben. Hilf, dass wir die Freude darüber hinaustragen zu allen Menschen. Lass uns nicht aufhören, von deinen Wundern zu reden,
überströme uns mit deinem heiligen, heilmachenden Geist. Und alle unsere Gebete, die wir vor Gott bringen wollen, die legen wir in das eine Gebet, das uns Jesus Christus zu beten erlaubt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seien Sie alle gut behütet und gehen Sie mit dem Segen des allmächtigen und barmherzigen Gottes in die neu begonnene Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.